Servusle, willkommen zurück. Wir haben Sonntag, Cutie und ich sind noch wohlauf. Und natürlich weiterhin auf der Suche nach der Frau für Tintus, den Großen. Tintus, der Große, braucht unbedingt ein Weibchen, und zwar ein Junges, eins, das noch im Eis. Jo, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Glück haben, hier eins zu finden. Das machen wir jetzt auch auf jeden Fall so lange heute, bis wir das Ei haben, sonst verschiebe ich es nur wieder unnötig. Jetzt ist die Frage, wo war denn das Ei, das letzte, das ich gefunden habe? Und diese Plattform möchte ich auch gerne nochmal wiederfinden. Cutie? Den könnten sie eigentlich ausstatten mit so einem Sonar oder irgendwas, dass der sich so ein bisschen schon mal hier umschaut, weißt du, und dann Bericht abgibt. Jetzt sind wir aber schon bei drei. Guck mal, hier sind auch die schönen Rochen, die brauchen wir später auch noch irgendwann. Ich darf jetzt nicht zu tief. Volle Konzentration. Was ist? Da ist doch eins. Da ist doch eins, guck mal. Das ist eins. Taucht hier mitten im Nirgendwo auf. Oh! Du Arsch! Hast du es gerade fallen lassen, oder was? Entschuldigung, wo ist jetzt die Motte? Alter, lass mich in Ruhe! Wo ist die Motte? Hier. Schnell weg. Hat er gerade ein Ei ploppen lassen. Wahrscheinlich. Cutie, raus hier, Digga! Raus! Okay, wir sind auf dem Hochweg. Pass ein bisschen auf die Spatenfische auf. Wow, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Jetzt müssen wir bloß weg hier. Wo ist denn der? Ich musste jetzt gerade so lachen, weil ich mir vorgestellt habe, ich suche da nach einem Ei, weißt du, der kommt da vorbei. Düm-düm-düm, sieht die Motte und flupp, ist mein Ei abgehauen. Muss ich mal gucken, ob das auch das Richtige ist. Ja, Tintenfischkrabbenei. Ja, wir haben es gefunden. Alterle, jetzt geht's denn jetzt weiter, Leute. Ah, pass auf. Ich habe ja versprochen, dass wir heute mal die Motte herrichten. Weiß ich die Farben nicht mehr, oder was? Habe ich mir jetzt die Farben nicht gemerkt? Doch, es war eigentlich so, wie er mal früher war, ne, der Ernie. Rosa und grün. Ja, ich richte den jetzt einfach mal her, dann nennen wir ihn Ernie. Und dann gucken wir mal, ob die Leonie das uns so abnimmt, ne? Jetzt pass auf, wir haben zwei Motten, brauchen wir. Wir haben eine Hammer. Und dann will ich ja durchs Portal. Das müssen wir heute machen, oder? Wir suchen dann vorne an der Küste von der anderen Insel ein bisschen Gold, dass wir diese Transmitter bauen können. Alter, war das jetzt ein Aufstieg? Wie tief waren wir denn bitte? Alter, das war direkt vor unserer Insel. Jetzt pass mal auf, hey, wo war denn diese eine Stelle? Alter, macht der nicht während der Modde? Siehst du, also wir können bis hierher die Plattform bauen. Die könnte man dann auch treppentechnisch gestalten, aber wir brauchen hier natürlich auch eine Plattform im Meer, wo ich dann wieder hochkomme. Und da müssen wir dann auch Bojen setzen, sonst finde ich den Weg dann nicht mehr. Ne? Die Frage ist nur, hier unten, das war aber glaube ich zu tief, ne? Ja, das war zu tief. Da müssen wir mal separat gucken. Die Stelle, die finde ich jetzt aus dem Kopf wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Jetzt kriegt der Tintus seinen Fischel, seine Frau, und dann können wir das Thema schon mal ad acta legen, weißt du? Guck mal, ist ja auch schon irgendwie verschärft, oder? Auch mit der Fahrzeugstation muss ich auch mal ganz kurz was gucken, ob ich die umsetzen muss, wenn ich dann eine Motte baue, die im Felsen drin klebt. Was macht die Energie? Alles noch gut? Ey, ja, minimale Abweichung. Super. So, bis mal hier irgendwann was Größeres einquartiert wird, dann können wir das vergessen. Wo habe ich denn die Fahrzeugstation hingeschmissen? Hier. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt hier geht. Ja, kletter mal hoch. Ja, so wird es wahrscheinlich nichts werden, ne? Jetzt kannst du vergessen. Wie viel braucht man eigentlich für die Motte, wenn wir uns noch eine basteln wollen? Titanbarren einer, Energiezelle, Glas. Das bauen wir drüben am Dings. Die muss hier wahrscheinlich weg, ne? Oder ich muss die umsetzen. Benutzen. Aufnehmen. Genau, aufnehmen. Pass mal auf, ich schmeiß die mal hier ganz knapp ins Wasser. Sonst wird es nichts. Das wird wahrscheinlich so schon nichts. Wenn er die an Land schmeißt, wäre es halt scheiße, oder? Okay, wir probieren es. Zacki. Zacki McFlacki. Pass mal auf, wenn ich die jetzt hier so raushau. Na? Hier so, wie ich sie. Ne, ist doch scheiße, die ist doch falsch rum. Weißt du was? Wir machen das ganz anders. Wir nehmen die einfach mit rüber und bauen uns dann drüben eine Motte. Und lassen die hier. Aber jetzt richten wir sie erstmal kurz her, dass wir mal einen Anfang haben. Hoffentlich fährt sie dann auch noch. Das letzte Mal ist mir ja irgendwie
Meistens was schiefgegangen. Was schlipperten und flipperten hier rum? Ah, das Wasser von innen. Da-da-dam. Wir haben Tinto seine Frau. Die geben wir ihm jetzt dann auch gleich. Hier, so. Pass auf. Liebe Motte mein. Ernie, ne? Ernie muss er heißen. Dat war ausgemacht. So, wie war denn das jetzt hier? Das, was weiß ist, mach mal rosa. War das das da? Submarines Color. Wo? Ah, alles klar, ne? Ne, das sind die Streifen. Die machen wir grün. Die machen wir grün. Dann war das da wahrscheinlich. Dann war das. Das war's auch nicht. Hallo? Wie kann ich denn das jetzt nochmal ändern? Früher ging das doch. Stripe 1, Stripe 2. Was steht hier noch so? Ich sehe, das kann ich nicht lesen. Da drüben auch nicht. Ah, jetzt wird alles klärle. Jetzt wird alles klärle. Ich glaube, Rosa hat sie gesagt gehabt, ne? Ja. Was ist hier? Was macht er hier? Hier sehe ich die Farben nicht, wie sie sich ändern. Oh, aber auch wunderschön, ne? Bisschen wenig Grün haben wir drin, aber weißt du was? Dann machen wir den zweiten Streifen auch noch grün. Ziehen das mal hier so ein bisschen. Ja. So, Ernie, mein Freund, ich würde sagen, so weit lassen wir es mal. Ich hoffe, dass der jetzt immer noch funktioniert, so wie wir es gewohnt sind. Mach das mal. Ne, mach die mal weg, Alter, die nervt ja nur. So, Ernie, my friend. Jetzt gehen wir kurz zum Tindus, erledigen die Geschichte. Dann können wir im Sandsharkbecken gleich vorbeigucken, weil immerhin haben wir das ja schon angefangen. Wie sieht's bei euch aus? Okay, Schweber müssen wir nachholen. Wir sind jetzt dann aber eh erstmal unterwegs. Da können wir Schweber einsammeln. Jetzt gehen wir mal hoch. Die Verbesserungen müssen wir noch machen. Hey, wir haben so viel zu tun. Ich nehme aber ein bisschen Speed raus jetzt mal aus dem Let's Play. Weißt du? Wir haben ja Zeit, das rennt uns ja nichts weg. Wenn wir es halt noch 2 Monate zocken, dann zockt man es halt noch 2 Monate. Was soll das? Tintus, Freundle, wir haben deine Frau. Sie ist noch nicht geschlüpft. Ich hoffe, er hat keinen Hunger und isst sie auf oder so. Scharwüppel und Katzhüppel. Hier haben wir deine große Liebe gefunden. Frisch geschlüpft ist halb gewonnen. Hat er ein Ei fallen lassen, weißt du? Ich muss so lachen. Okay. Was war denn das hier? Ach, das wollte ich eigentlich abbauen, ne? Das können wir dann beim nächsten Mal machen, da habe ich jetzt heute keinen Bock drauf. Hier war, genau. Jetzt gehen wir rüber. Gucken wir mal, ob die Sandsharks schon da sind. Hier gibt es keine Abkürzung nach oben irgendwie, ne? Ah, doch. Doch. Super. Ich bin gespannt. Was wir auch brauchen, ist Material drüben. Also wir werden jetzt definitiv an der anderen Insel drüben uns um die. Welcome aboard, Captain. Die sind noch nicht da, ne? Nee. Naja klar, ich war ja jetzt auch noch nicht lang eingeloggt. Guck mal, wie das da hinten blinkt. Jetzt hat's aufgehört. Gut, schauen wir beim nächsten Mal, wenn wir hier sind. Jetzt pass auf, jetzt muss ich ein bisschen orientierungstechnisch nachdenken. Machen wir es jetzt, wo haben wir die Hauptmodde? Die Hauptmodde, wir fahren mit dem Ernie rüber, lassen den drüben, bauen uns den Weg zum Portal und pflanzen uns hier wieder hin. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht sicher, wo ich es haben will. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, ne? Wir nehmen jetzt die Fahrzeugstation. Ne, die nehmen wir nicht mit rüber. Die bleibt hier und ich weiß auch, wo wir sie hin tun. An unseren alten Bauplatz. Anlegeplatz von der Motte. Hier unten irgendwo war das. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich glaube hier, ne? Hier war doch dieser Strandweg nach unten und da hauen wir die Fahrzeugstation direkt ins Meer. Hier ist dann unsere Werft. Da können wir dann die Sachen bauen. Wunderbar. Dann ist die nämlich hier besser aufgehoben wie da drüben, glaube ich. So, komm, lass sie los. Perfekt. Hier bauen wir dann die zweite Modde. Sollen wir nochmal gucken? Aber die Materialien haben wir nicht. Und wieder spawnen will ich jetzt gerade nicht. Genau, klettern. Klettern. Ich muss sie wohl in eine andere Richtung stellen. Ist jetzt egal, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt pass auf. Titanbarren ist klar. Energiezelle, zweimal Glas und Schmiermittel. Okay. Dann weiß ich das. Jetzt gehen wir rüber. Wir gehen am Liveport vorbei. Wir gucken mal, ob wir da ein bisschen was einräumen können noch. Dann gehen wir rüber. Wir brauchen Gold, ne? Wir brauchen jetzt jede Menge Gold. Gott, wie ich das erste Mal hier Schiss gehabt habe, rumzutauchen.
Warum pfeifst du? Hast du was gesehen? Da vorne. Da vorne ist unser Konstrukt. Ey, hier können wir aber auch noch richtig schön unter Wasser. Wenn es die Performance zulässt, können wir hier auch noch ein Becken setzen. Dass wir vielleicht die ganz besonderen Sorten hier unter Wasser setzen, weißt du? Guck mal. Ist das nicht der Hammer? Ich finde es der Hammer. Jetzt gehen wir zum Live-Pod. Mal ein paar Sachen wieder einräumen. Wir haben nämlich mit Sicherheit noch ein paar wichtige Dinger da drüben. Der Gleiter ist auch noch verschollen. Gehen wir einfach mal los mit unserer neu gefärbten Ernie-Motte. So, Ernie, zeig mal, ob du noch fährst oder ob ich wieder. Ja, tut noch. Ja, und den Brown müssen wir uns dann auch noch bauen und so weiter. Vielleicht bauen wir den Brown erstmal drüben. Weil drüben kommt man nämlich auch wieder hoch, ne? Alter, was liegt denn hier im Wasser? Siehst du den Schatten da vorne? Ja, jetzt hört's auf. Sah gerade voll ein bisschen unheimlich aus, ne? Ich kann euch nicht mal sagen, ob ich alles dabei habe. Wir brauchen auf jeden Fall für die Transmitter Gold. Und das sollten wir jetzt heute auch anfangen, dass wir das Portal mal hinter uns haben, ne? Das Problem ist, wenn ich durchs Portal gehe jetzt zur Insel rüber, wo die Kanone ist, dann finde ich den Weg nicht. Ne? Außerdem hat es einen Haufen Krebse und den müssen wir markieren, dass wir den Weg schnell hinter uns bringen können. Alles klar? Irgendwelche Probleme hier im Meer? Redet mit uns. Cutie ist immer für ein offenes Wort gut. Gold. Gold können wir drüben farmen, würde ich sagen. Ne, da wo die Diamanten sind, da flutscht ja öfters mal ein Gold raus. Ich muss gleich nochmal schauen, was wir mit dem Transmitter, was wir noch brauchen, dass wir genug Mats haben. Titanbarren brauchen wir für Motte Nummer 2. Digga, verlass du dein Gebiet? Guck mal hier, du bist fast bei uns an der Boje. Oh! Ah! Habt ihr gesehen? Seit wir eine rosane Motte haben, ist die Liebe ins Meer eingezogen. Guck mal, ein Baby. Nicht einsaugen hier mit dem großen Ding. Alles klar, die sollte man in Ruhe lassen. Die sind gerade hier am, ne? Am Schmusen und so. Jetzt dreht er sich auf den Rücken. Das kann ja nicht gesund sein. Das ist bestimmt der Vater, weißt du? Alles klar, komm, wir gehen. Ja. Ein kleines Naturspektakel. Oh, wir sind bei der Hälfte schon. Naja, aber das reicht zeitlich. Wie gesagt, ich will ein bisschen Speed rausnehmen und hier nicht so durchheizen, weißt du? Wir haben doch so viel Zeit noch und so viel zu machen. Die ganzen Themenbecken, da können wir übrigens Gasopodeier suchen. Die kommen ja rüben ins andere Gebäude. Wo habt denn ihr eure Eier? Rocheneier brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Boah, Gasopodeier, alter Schwede. Normalerweise findet man die auch locker. Oh, hier wieder Batcave-mäßig. Take me back to the Batcave. Take me back. Komme ich hier hoch? Ah, da passt man doch locker durch. Tatsächlich. Ja, aber geil. Hier. Alter! Und du lachst mich aus, du Ratte! Hast du das gesehen? Entschuldigung! Der hat meine Mutter zerlegt. Das wusste ich ja gar nicht. Hallole. So viel zum Ernie. Tut mir leid. Voucher. Jetzt liegen die Bruchstücke hier rum. Jetzt haben wir gar keine Mutter mehr. Blöd, Mann. Lacht er mich aus. Da liegt übrigens die Boje, von der ich geschwätzt habe letztes Mal. Hey, kleine Ratte. Wo bin ich denn jetzt hier rausgeschossen? Da muss ich gucken, dass man wenigstens sein Ei uns schnappen, wenn er ins Liegen gelassen hat. Der blöde Hammel, der dreckige Mistkäfer. Hier ist er rausgekommen. Alter, mein Lieblingsfisch. Dafür scanne ich sein Habitat. Bringt ja nichts mehr, weil er jetzt eh. Alterle, oder? Tja, Clay, Mann. Da muss ich das mit den Dingern verschieben, ne? Wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Motte. Ich glaube aber, das kann man verstehen. Jetzt habe ich die Fahrzeugstation drüben lassen. Ey, hoffentlich ist der Kleider hier. Die Bruchstücke sind jetzt aber wieder weg. Ich will diese Schande hier nicht immer vor meinen Augen sehen. Ne? Alter Schwede. Ich bin total hin und weg gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Ich denke noch hier, ne, an die Gasopodeier. Da sprengt er mir die Motte weg, der Sack. Jetzt muss ich mal nachher gucken beim Schneiden, wie viel Prozent die Motte noch gehabt hat. Alter, jetzt brauchen wir erstmal einen Gleiter, ne? Das wäre mal das Allerwichtigste. Der ist aber hier kein Gleiter drin. Hier auch nicht. Das können wir mitnehmen. Wir müssen eh rüber paddeln jetzt. Das hilft alles nichts. Das heißt, ich nehme die Kappe mit. Das nehmen wir mal mit rüber. Das nehmen wir mit rüber, weil es Mats sind.
Ja, da schwimme ich dann halt außerhalb der Folge hin. Guck mal, hier hätten wir sogar ein Gold. Hier haben wir auch Gracherfischeier. Vielleicht war er deswegen so sauer. Ey, sag mal, wo ist der Kleider? Hab mich den Kleider hingeräumt. Jetzt bin ich gerade hier ohne Gefährt, ne? Kuchen. Oh, Vorsicht, Vulture, Vorsicht. Scheiße, als wir die Motte wegsprengen. Sag mal, haben wir hier nicht noch einen Raum drauf gehabt? Doch, hier. Tja, Leute, da wisst ihr schon, was ungefähr im Titel stehen wird. Tschüss, Motte. Ja, da müssen wir halt beim nächsten Mal dann ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt gucke ich mal, irgendwo muss der Kleider sein. Ohne Kleider braucht man nicht weitermachen. Und dann braucht man die Mats für die Motte. Den holen wir jetzt ab hier, den... Bordcomputer. Dies ist ein automatisiertes Notsignal von Rettungskapsel 12. Ja, Alter. Das können wir ja mal irgendwann machen, wenn ich mal meinen Kleider finde. Jo, da ist er! Pass mal auf, die tun wir mal hier einlagern. Die brauchen wir jetzt hier nicht dringend. Die können wir auch mal hier einlagern. Da haben wir noch einen Viererplatz frei. Dann machen wir uns mal... Okay, pass auf, ich schichte das jetzt um. Kupfer nehme ich mit rüber, Quarz nehme ich mit rüber, Lithium können wir auch mit rüber nehmen. Dann machen wir uns jetzt hier das zu Titan. Machen wir einen kleinen Titanbarren, oder? Wenn wir schon das... Wir müssen jetzt eine Motte bauen, Leute. Am heiligen Sonntag haut er die Motte in den Dreck. Das ist ein Scheißdreck. So, wie viel fehlen da noch? Zwei. DOS. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Da hauen wir noch die Flasche hier so lang raus. Ach so. Nee, kriegen wir nicht einfach. Doch, da ist noch eins. Da ist noch ein Schrötsche. Ein Schrötsche fürs Mötsche. Hey, das habe ich nicht gewusst. Dass der Zyklop kaputt gehen kann, war mir klar. Das habe ich ja gelesen. Aber dass die Motte an einem Kracherfisch explodiert, das habe ich nicht bedacht. Da können wir jetzt in Zukunft mit dem Reaper wieder mal ein Kämpfle machen, ne? Was soll schon passieren, wenn der Kracherfisch uns schon außer Gefecht schaltet? Jetzt pass auf, jetzt haben wir schon mal das hier. Schmiermittel war noch drin. Das holen wir uns jetzt alles hier ran. Ich kann sie zwar hier nicht bauen, aber dann haben wir das Zeug und dann paddel ich uns rüber fürs nächste Mal, oder? Wir brauchen aber jetzt erstmal Schmiermittel. Hier. Schlingenpflanzen, Samenbüschel, 3 Stück. Alles klar. Das heißt, ich brauche 12 Platz. 2, 4, 6. Das reicht nicht. Kleider nochmal hier rein. Mit Kleider geht's schneller, Voucher. Wir machen es anders. Schubkanone hier rein. 1 Büschel, 2 Büschel, 3 Büschel. So, hast du Energie, mein lieber Kleider? Jo, der ist noch fast voll. 3 Schlingenpflanzen, Samenbüschel. Alter Schwede. So viele Motten habe ich noch gar nicht kaputt gemacht, ne? Aber das war jetzt schon geil. Das war jetzt schon geil. So, dann holen wir uns das hier. 1, 2, 3 und gleich wieder weg. Alterle. Tja, so ist das, ne? Ich komme hier echt nicht dazu, den Brawn mal zu bauen oder so, weil jetzt mittlerweile gehen uns schon die Sachen kaputt. Aber Gott sei Dank wissen wir, wie wir das Zeug wieder kriegen. Ist also alles ganz entspannt und easy. So, wir brauchen Schmiermittel, mein Freund. Und zwar jetzt. Was war denn noch? Was war noch? Ich gucke am besten mal nach, bevor ich jetzt hier so ein bisschen rumrätsel und wir stehen nachher drüben und können nichts bauen. Hier kann ich es nicht sehen. Hier muss ich rein. Hier muss ich rein, hier muss ich rein und muss das Motte-Dings finden. Show me the Motte. Energiezelle und Glas. Also brauchen wir noch 4 Quarz. Hab ich Quarz hier? Ey, Alterle. Was ist denn das hier? Titan, Lithium. Ah, Blastahl. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Blastahl. Wir brauchen ganz normales Glas und aus Quarz gebastelt. Drüben haben wir aber Quarz, ne? Dann machen wir das drüben fertig. Den 12er habe ich dabei, das nehmen wir wieder mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, Mats nehmen wir mit, die 2 Dinger nehme ich jetzt auch mal mit. Okay, war's das dann? Haben wir dann alles? Ne, die Energiezelle muss ich noch basteln. Jo, für eine Energiezelle brauchen wir eine Batterie. Batterie habe ich unten erst eingelagert, die könnte man nehmen. Und dann brauchen wir, weil es so schön ist, Silikongummi, war klar. Das war klar, Schlingenpflanzen sammeln, ein bisschen 2 Stück, Voucher räumen wieder um. Zack. Zack, 2 Büschel und diese leere Batterie. Wo waren die? Hammer. Hammer, aber ich bin da entspannt, ne, wie ihr seht. Okay, die Batterie haben wir schon, alles klar. Dann heißt es für uns jetzt... Jetzt schwimme ich halt von Hand kurz rüber. Oh, sind wir schon am Sterben oder was? Ist ja krass. Die können wir ja irgendwann auch abbauen, die Base hier, wenn wir die nicht mehr brauchen. Dann lassen wir das bis auf einen Raum... Mach mal alles weg.
Ja, ist gut. Stabilizing. Pack mal das Messer kurz auf die 1. So. Und setz mal ein bisschen was nach, dass wir hier, wenn wir mal ankommen, auch was zum Essen haben. Eine esse ich noch, eine haue ich noch kaputt. Dann müsste es voll sein, oder? Take me back to the Motte. Take me back. Alles klar. Jetzt holen wir noch die Büschel kurz ran. Ohne Kleider. Dafür mit Taschenlampe. Ist das der Wahnsinn? Dann gehen wir rüber zurück zur Insel. Haben jetzt zumindest die Materialien hier. Den Tintus haben wir gemacht. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal den geschlüpften Tintus an. Also seine Frau. Und die Sandsharks. Dann bauen wir die nächste Motte. Und dann gehen wir rüber zur Insel und machen die Geschichte mit dem Gold. Ja, ja, ja. Lass uns einfach leben, Digga. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt keinen Kampf. Wir haben gerade einen riesen Verlust erlitten. Flossen müssen wir uns auch mal bauen, verbesserte. Ne? Alles klar, es gibt genug zu tun. Hier, nimm das mal mit, dann hast du schon dein erstes Glas. Wenn hier die Mats schon rumstehen. Schawupp. Alles klar. Das andere Glas bauen wir dann drüben, dann haben wir schon wieder eine Motte am Start. Die ganzen Erweiterungen sind weg. Kofferräume und, und. Fällt mal gerade auf. Ich bin hier voll locker unterwegs, dabei ist es voll die Tragik, die uns hier erwischt. Naja, der Druckkompensator, Ausbaustufe 2 ist futsch. Im Kofferraum war bestimmt auch noch was drin. Jetzt bin ich doch ein bisschen traurig gerade. Auch nur ein bisschen. Scheiße, Voucher. Jetzt wusste ich ja nicht, dass man da so aufpassen muss wie ein Fuchs. Weißt du? Ah, die Energiezelle wollte ich auch noch bauen. Haja, das ist jetzt alles weg. Weißt du, was ich dann mache? Dann machen wir das anders. Dann richte ich die Sachen. Ich fahre rüber mit dem Gleiter. Dann hole ich die Sachen schon mal ran, dass wir beim nächsten Mal direkt mit einer aufgemotzten Motte los können. Das dauert ja sonst ewig. Das will ich auch mitnehmen. Soweit. Ja, dann packen wir es hier. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder drüben und dann geht's gemütlich weiter, ne? Alles klar, bis dann.